Die deutsche Regierung hat zwei russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt und mit diesem Schritt, der einer Ausweisung gleichkommt, auf das Urteil im Tiergartenmordprozess reagiert. In dem Prozess um die Ermordung eines Georgiers tschetschenischer Abstammung im Berliner Tiergarten wurde ein Russe vom Kammergericht Berlin zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Russe den Mord vor 2,5 Jahren im Auftrag des russischen Staates begangen hatte. Das Gericht sprach von Staatsterrorismus. Der Verurteilte ist nach Überzeugung des Kammergerichts ein Offizier des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB, was der Russe bestritt. Der russische Botschafter Sergei Netschajew nannte das Mordurteil einen unfreundlichen Akt, der nicht unbeantwortet bleibe.